Oh Gott, was ist das für eine lange Schlange hier, Mann. Ich krieg wieder das Kotzen. Mache ich gleich ein bisschen Gehweg-Action, wenn ich gleich da beim Bürgersteig bin. Willkommen zu einem weiteren Motorblog. Heute haben wir eine Mission, ihr habt es im Titel gesehen. Es ist quasi Freundin überraschen 2.0. Ja. Ich habe früher Feierabend bekommen und nutze das jetzt, um irgendwie Kim, die fährt mit, die ist auf der Arbeit. Und ich versuche sie zu überraschen. Dass ich mich quasi, ich stelle mich irgendwo an eine Seitenstraße auf dem Weg, wo sie immer lang fährt. Und wenn sie dann vorbeifährt, dann fahre ich hinterher und dann so Surprise. Ob das diesmal klappt, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe mich beeilt, aber Berufsverkehr ist heftig. Boah, das ist ein cooler Hund. Boah, der sieht schön aus. Ja. Hunde sind so süß. Also ich hätte jetzt gern irgendwie eine Uhr, damit ich sehen kann, wie viel Zeit quasi ich noch habe. Kim hat... Sie weiß es selbst nicht. Ich, als ich sie gefragt habe, wann sie Feierabend hat. Es ist irgendwie 16 Uhr, 16.15 Uhr oder irgendwas um den Dreh. Und ich habe jetzt für den Weg so lange gebraucht, weil ich nicht... weil ich so Berufsverkehr des Todes hier ist. Gott, Alter. Ist das warm? Hier so beschissen zu filtern, ne? Deswegen lasse ich es lieber. Und ich wollte auch ja nicht riskieren, dass da irgendwo die Polizei rumsteht und ich gerade filtern will. Die hat zwar ein Fahrrad, aber irgendwie läuft die gerne. Ich schieb mein Fahrrad auch immer so rum, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Ich nehme mein Fahrrad mit, wenn ich in die Stadt gehe, um so ein bisschen das Fahrrad rumzuschieben. Macht er das auch immer so? So, ich muss auf den Ostwestfalen-Damm. Ja, da kommt gleich der Ostwestfalen-Damm-Tunnel. Puh. Ist heute übrigens der letzte richtig heiße Tag. Der Dienstag ist heute. Und wir haben uns, es ist 31 Grad. Ich schwitze wie ein Schwein kurz vor der Schlachtung. Können wir jetzt mal grün bekommen hier? Ui, ey, das ist mein Doppelgänger. Boah, schön. Auch eine R1 Baseball, ja. Wie war's da? Sexy aus. Die hatte neonorangene Felgen. Und irgendwie schwarz oder grau mit neonorangenen Felgen. Kennt jemand, der aus Bielefeld kommt, den Fahrer davon? Oh, wie ist das denn in einer Formichem-Tunnel? Mann, da kann man doch nicht mal ordentlich kurz beschleunigen im Tunnel. Das geht leider nicht. Bitter, ne? Alter, es ist so voll hier. Irgendwo kommt Musik her, ich glaube von dem Smart. So eine richtig gammelige Musik. So, ich bin gleich da, wo ich mich auf der Lauer stelle. Ja, das war der Smart. Ich habe die Musik gerade wieder gehört. Die Tosse im Smart, die hat ordentlich Mucke angehabt. So. Irgendwie hat die sich sehr gammelig angehört, die Mucke. So, Kim müsste von dieser Kreuzung von rechts kommen. Und sie kann... Oh, da ist sie. Lol, der ist mir gefolgt. Alter, da ist die. Diese neonorangenen Felgen sind heftig. Krass.
Kim kommt von rechts und kann entweder rechts abbiegen oder geradeaus fahren. Deswegen muss ich mich da vorne gleich auf die, bei der Shell-Tankstelle irgendwie so hinstellen oder so, damit ich ja, sie abfangen kann. Beziehungsweise dann hinterher oder so, keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon zu spät, Kim ist wahrscheinlich schon, schon los. Die ist locker eh schon weg. Ich gerade irgendwann gemerkt, dass ich eine WhatsApp bekommen habe. Erstes Mal pünktlich Feierabend, vor 11 Minuten. Ich muss sie einholen. Freundin abholen, Fail 2.0. Gott, sie hatte pünktlich Feierabend um 16 Uhr. Kann ich denn hier über lang fahren, um zu ihr zu fahren? Fuck, Mann. Ich habe keine Ahnung. Oh, Mann. Freundin abholen. Fail. Nee. Ja. Fail 2.0. Oh, nein. Ich hoffe, ich komme da irgendwie durch. Also, sie hat 10 Minuten Vorsprung vor mir. Schaffe ich nie im Leben. Oh, Mann. Ich muss links abbiegen. Okay. Ich versuche sie einzuholen. Schaffen tue ich das eh nicht. Ich schneide davon mal nichts rein, wie ich versuche sie einzuholen. Besser ist es. Besser ist das. Ja. Also falls ich es schaffe, werdet ihr es wohl in diesem Video noch sehen. Wenn nicht, werdet ihr es auch sehen. Dann ist hier nämlich jetzt gleich ein Schnitt, wenn nichts anderes passiert. Ohne Witz, ich stehe schon seit locker 2 Minuten, wo ich euch das gesagt habe, an dieser einen scheiß Ampel. Die wird einfach nicht grün. Die wird einfach nicht grün. Oh, komm schon. Komm schon. Hä? Soll ich mich verarschen? Ey, nö, einfach nö. Passiert aber nichts. Die Ampel wird nicht grün. Nee. Ah. Warte mal, ich kann auch rechts abbiegen. Ich glaube, sie fährt immer rechts die Strecke. Ich fahre jetzt auch lang. Jetzt kommt noch ein Krankenwagen und deswegen bleibt es nochmal stehen. Alter. Ist das... Ja, okay, die Feuerwehr. Die Ampel hat einfach gerade... Einfach kein Bock. Steht der nicht auf den Sensor oder so? Die Fußgänger warten auch alle schon. Ach, meine Fresse. Ich hab... Ampel war einfach rot, rot, rot. Vor allem die anderen hatten 3 Grünphasen, die anderen wir nicht. Ich fühle mich dezent verarscht. Danke dafür, Bielefeld Ampelschaltungen. Danke, 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 danke. Dass ich die Zeit, die ich sowieso nicht habe, dann auch noch Minus mache. Danke. Da, die, die, dumm. Der Filterboy geht um. Oh, oh, oh. Ich bin richtig abgefuckt. Ich hätte es vielleicht noch schaffen können, ne? Und jetzt? Ne, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ja, Opi, fahr doch! Er hat sich beschwert, dass ich gehupt habe. Wenn er beim grünen Pfeil nicht fährt, ich habe das nett gemeint. Oh Mann, ey. Weißt du, der ist am Handy zugange. Ich hupe. Voll Panik. Schaltet den ersten Gang und fährt los. Und beschwert sich dann noch über mich, oder was? Sag mal, Opi, willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Wegen dir! Schaffe ich es nicht, sie einzuholen? Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Am Obersee. Jetzt weiß ich auch, wo ich langfahren kann gleich. Ja, ich habe wieder Hoffnung.
Die Hoffnung ist wieder da. Oh Gott! Was ist das für eine lange Schlange hier? Mann! Ich krieg wieder das Kotzen. Mach ich gleich ein bisschen Gehweg-Action, wenn ich gleich da beim Bürgersteig bin? Hm. Zack! Jawohl! Ich hab's geschafft! Gott, ich hab's eh schon verpasst. Kim ist gleich schon zu Hause. Ich bin ein Genie, ich schaffe es nicht, Kim zu überraschen. Weil Gott, die hat nie hat die pünktlich Feierabend. Und an dem Tag, wo ich versuche, sie zu surprisen, hat sie pünktlich Feierabend? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Oder so? Sag mal, ist das Kim? Ich hab's geschafft! Kamera nimmt auf. Perfekt. Die filtert doch nicht etwa. Du filterst doch nicht etwa. Du kleine Schlawinerin, du. Du filterst! Sie hat mich bemerkt. Sie hat den Puma gerochen. Jawohl, ey. Wie habe ich das denn geschafft, bitte die noch einzuholen? Wie habe ich das geschafft? Es ist und bleibt ein Mysterium. Tja. Was ein Zufall, dich hier zu treffen. Wie, sie hat damit gerechnet? Wieso hat sie damit gerechnet? Ach so, wer hätte damit gerechnet, dass ich sie hier treffe? Hm. Ich? Vielleicht? Wieso nicht? Hallo? Tja, das ist schlecht. Also, ich würde sagen, die Mission ist geglückt. Das war nicht Freundin überraschen Fail 2.0. Diesmal hat es geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist und ihr öfter sehen wollt, wie ich Kim überrasche, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monoblog, Leute. Tschüsseli! We'll be right back.